Welchem Dschungelcamp-Star drückt Cecilia die Daumen? Wer hat Cecilia Azoros Meinung nach die Dschungelkrone verdient? 13 Tage lang stellte sich die Reality-TV-Beauty den Herausforderungen des Dschungelcamps, bis sie zu wenig Anrufe von den Zuschauern bekam und das Format verlassen musste. Nun hoffen unter anderem Lukas Cordalis, 55, oder auch Claudia Effenberg, 57, darauf, schon bald ins Finale einziehen zu dürfen. Doch wem gönnt die Influencerin nach ihrem Exit den Sieg? Das verriet Cecilia jetzt Promiflash. Ich muss natürlich sagen, dem Gigi gönn ich die Krone, stellte die 26-Jährige im Gespräch mit Promiflash klar. Doch warum gerade ihm? Ich hab dort mit ihm eine Bindung aufgebaut, erklärte die TV-Bekanntheit. Doch Cecilia drückt auch anderen Teilnehmern die Daumen. Ich gönne es auch genauso einer Jorina. Wie Papis oder Lukas auch. Mit denen hatte ich dort echt eine gute Bindung da drinnen. Wo ich sage, denen gönn ich das, betonte die einstige Dating-Show-Kandidatin. Bedeutet das, dass die Ex-Dschungelcamperin sich nicht für die anderen Teilnehmer freuen würde? Sollten sie gewinnen? Natürlich heißt das nicht, dass ich das den anderen nicht gönne, äußerte sie. Ihre Meinung beruhe lediglich darauf, wie eng ihre Bindung zu der jeweiligen Person im Camp gewesen ist und was für Gespräche sie mit ihr geführt habe. Alle Infos zu Ich bin ein Star, holt mich hier raus auf RTL+.